Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt auch immer schön sportlich fair. Falls sich jemand fragt, was es mit den anderen beiden Partien, Saarbrücken gegen Düsseldorf und Schalke gegen Bayern, das ist in einem ersten Teil, der auch auf meinem Kanal zu finden ist, zu sehen. Ansonsten geht's jetzt dort mit Leverkusen gegen Union Berlin. Danke fürs Reinschalten, let's go! Bei Leverkusen hätte es durchaus schlechter laufen können in den letzten Wochen. Man ist auf Euroleague, vielleicht sogar Champions League Kurs in der Bundesliga. Man steht auch im nächsten K.O.-Spiel der Europa League und im DFB-Pokal winkt mit einem Sieg gegen Union das Halbfinale. Aber man muss auch erstmal gewinnen gegen die Eisernen, die einige Mannschaften schon vor große Probleme gestellt haben. Die erste Chance gehörte Kerem Demir bei Bayer Leverkusen mit dem besseren Beginn hier. Giekewitz kann sich mal auszeichnen. Union tritt ja sowieso am liebsten in der heimischen Stätte an der alten Försterei an. Hier mussten sie mit dem Auswärtsspiel erstmal umgehen. Es folgte nämlich nur wenig später die nächste dicke Chance. Der Schuss von Amiri abgefälscht. Subotic bekommt da das Schienbein noch gerade so in den Schuss. Der Ball geht dann über das Tor rüber. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Leverkusen mit richtig viel Druck hier zu Beginn. Alario, naja, mehr oder weniger gefährlich, kommt zwar an den Kopf. Wir schauen uns auch eine kurze Wiederholung an, sehen dann aber, dass der wirklich meilenweit am Tor vorbeigeht. Aber Leverkusen machte hier richtig Druck und setzte Union unter Stress. Wieder Bayer 04. Als hätten sie keine englischen Wochen im Tank. Die haben sie nämlich hier. Amiri zu Kerem Demir bei. Das 1:0. 16. Minute. Wir befinden uns also immer noch in der weiterführenden Anfangsphase. Das war ein fantastisches Beginnen von Leverkusen. Der Ball springt noch einmal auf. Dadurch trifft Demir bei den Ball richtig satt und haut ihn unhaltbar unter die Latte. Bayer machte weiter. Moussa Diaby, was für ein Antritt. Zieht er an der Linie seinem Gegenspieler einfach davon. Diaby, dann ist er vielleicht etwas zu eigensinnig. Doch den Abschluss hat er sich mit dieser Aktion durchaus verdient. Giekewitz fährt dann aber den Arm aus und kann den Ball dann halten. Weiterhin aber nur Leverkusen. Union nicht so richtig drin. Die fanden hier nicht den Faden. Baumgartlinger zu Moussa Diaby. Moussa Diaby! Ganz frech schließt er selber ab. 44. Minute, das 2:0. Alle warteten mit dem Pass in die Mitte zu Lucas Alario oder zu Amiri. Diaby war eiskalt. Er erzielte den Treffer selber. So stand es nach 45 Minuten 2:0 für Leverkusen. Das war absolut verdient und hätte sogar noch höher ausfallen können. Groß änderte sich das Bild dann auch in den zweiten 45 Minuten nicht. Wieder Leverkusen am Drücker. Moussa Diaby, der wirklich ein gutes Spiel machte. Moussa Diaby, diesmal hätte er vielleicht rüberlegen können. Setzt noch auf der Ball. Giekewitz aber kann ihn trotzdem halten. Nun Lars Bender. Heute auf der rechten Verteidigungsposition. Kennt man ja von ihm. Diesmal zu Havertz rübergelegt. Nun ja, immerhin mal wieder ein Abschluss. Der zweite Durchgang lange nicht mehr so interessant wie der erste. Weil Leverkusen aber auch ein paar Gänge zurückschaltete. Union Berlin aber war trotzdem hier nicht so richtig, denn die werden sich dann wohl auf den Klassenerhalt konzentrieren können. Das letzte Wort hatte nochmal Leverkusen. Sinkgraven geht auch mal mit nach vorne. Subotic wehrt ab vor den Fuß von Nadim Amiri. Und in der 85. Minute war hier dann Game Over. War absolut verdient. Die Gastgeber ließen keine Fragen offen und schmeißen dann Union aus dem Pokal. In der Liga gewann man relativ knapp mit 3:2
vor einigen Wochen auswärts bei Union. Diesmal war gar nichts knapp, diesmal war alles klar. Leverkusen überzeugte komplett und in dieser Form könnten sie sogar den Bayern gefährlich werden. Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen, das letzte Spiel des Viertelfinals am Mittwochabend. Die Bundesliga-Partie, die wurde ja mal einfach so verschoben aufgrund der Euroleague-Absage. Ganz turbulente Wochen bei Frankfurt. Nun ging es einfach darum, hier zu gewinnen und in die nächste Runde einzuziehen. Gegen verunsicherte Bremer, die aber im Pokal ein anderes Gesicht zeigen können, was wir gegen Dortmund gesehen hatten im Achtelfinale. Hier der Abschluss von Paciencia. Der Portugiese zielt dann aber doch noch etwas zu weit nach rechts. Aber Frankfurt machte hier seinem Heimauftritt alle Ehren und spielte wirklich gut nach vorne. Sebastian Rode zu lange im Ballbesitz, zu einfach ist das, was Kostic da macht. Paciencia legt optimal auf und da ist Kamada, der alleine vor Pavlenka zum Abschluss kommt, es machen muss. Aber versäumt, seine Mannschaft hier in Führung zu bringen. Und das war das einzige Kapital, das Bremen vorzuweisen hatte. Die Stärke des Torhüters Pavlenka. Denn nach vorne ging nichts. Die Defensive auch löchrig. Kamada zu Paciencia. Nächste Möglichkeit. Ilsanka Rode. Ilsanka! Spätestens jetzt hätte es das sein müssen. Unglaubliche Möglichkeit. Ilsanka ist kein Killer vor dem Kasten. Aber trotzdem, das muss die Führung sein. 0:0 also. Äußerst schmeichelhaft für den SVW. So ging es dann in die zweite Hälfte. Und Bremen war immer noch in der Partie, aber konnte nicht einmal wirklich auf den Kasten von Trapp schießen. Jetzt vielleicht mal mit einer Standardsituation. Rashica und da ist Davy Selke. Immerhin dann der erste Torschuss, der hier per Kopf erzielt wird. Wirklich problematisch ist das Ganze für Kevin Trapp allerdings nicht. Der zweite Durchgang änderte sich so etwas. Bremen machte nämlich ein wenig nach vorne. Frankfurt verließen so ein bisschen die Kräfte, wie es schien. Das ist Maxi Eggestein. Bitten kurz zu Selke. Und Kevin Trapp, der nochmal eingreifen muss. Das schon die 78. Spielminute. Es roch nach Verlängerung. Und diese sollten wir dann auch bekommen. Denn danach geschah nichts mehr. 90 Minuten, keine Tore. Frankfurt hätte den Treffer einfach in der ersten Halbzeit erzielen müssen. Oder den ein oder anderen sogar. Im zweiten Durchgang wachte Bremen dann etwas auf und jetzt mit diesem Schwung in die Verlängerung kommen. Augustinsson über die linke Seite. Die Flanke ist optimal. Der Abschluss von Bittencourt, aber mangelhaft. Steht da auf dem Elfmeterpunkt völlig frei und schießt genau in die Mitte zu Kevin Trapp, der sich bedankt und den Ball dadurch halten kann. 100. Minute, noch im ersten Durchgang also der Verlängerung. Paciencia, der hat die Zeit, die Überlegung. Kamada und Paciencia, Sebastian Rode. Mal wieder ein Torschuss der Eintracht. Da mussten wir jetzt auch lange drauf warten. Gleich wird's gefährlich. Pavlenka packt die Pranke aus und hält den Ball. Somit brachen die letzten 15 Minuten an. Sollte es wirklich zum russischen Roulette, zum Elfmeterschießen kommen. Es sah einiges jetzt danach aus. Frankfurt hatte aber etwas mehr dagegen. Kamada verlängert zu Paciencia. Das ist kein Abseits. Paciencia, das gibt es nicht. Aber passt zum Frankfurter Spiel an diesem Mittwochabend. Chancen en masse und was für welche. Diese werden dann teilweise kläglich vergeben. Die 120. Minute. Hatten sie noch einen drauf. Ilsanka. Zu Timmy Schändler. Alle warteten auf den Abpfiff. Touré bleibt auch im Ballbesitz. Irgendwann muss die Flanke kommen. Und da kommt sie und sie führt zum Erfolg. 120. Minute. Gonzalo Paciencia
mit dem 1:0. Was er verballert hat, das war schon nicht mehr feierlich. Jetzt kommt er vorbei an Pavlenka und schießt die Eintracht ins Halbfinale. Ein unglaubliches Finish, das beide Mannschaften vor dem Elfmeterschießen bewahrt, was allerdings nur Frankfurt freuen dürfte. Unter dem Strich ist das ein verdientes Ergebnis. Nächstes Mal sollten die Frankfurter ihre Möglichkeiten allerdings etwas mit mehr Gewissenhaftigkeit verwerten. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, der erste Teil ist nochmal auf meinem Kanal zu finden. Bis zum nächsten Mal und adios.